Hallo Mitspieler, mein Name ist da Low Riot und ich begrüße euch zur 204. Episode dieses City Skylines Snowfall Let's Plays. Ja, wir stehen hier gerade auf dem Bremspedal, denn wir haben ein Problem. Wir haben ein richtiges Problem. Sieht zwar so alles wunderschön aus, es ist auch wunderschön. Aber wenn man ein wenig hinter die Kulissen schaut, kann einem Angst und Bange werden. Gehen wir doch mal in den Editor. Und schauen uns mal das hier an. Alles voll und mittlerweile stehen sie auch bis hier hinten in die Agrarindustrie drin. Und mir fällt so ad hoc keine richtige Lösung ein. Du hast Verzweiflung eben schon ein bisschen im Workshop nachgesehen. Es gibt Einbahnstraßenschienen. Damit müsste ich mich mal auseinandersetzen, eventuell. Was auch das bedeutet, wieder Abhängigkeiten. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich nutze diesen Mod möglicherweise, kriege damit das Problem hier hin. Ja, und dann kommt ein neues Cities-Update. Und dieses Schienen-Update funktioniert dann unter Umständen nicht mehr. Und das sind diese Abhängigkeiten, die das ein bisschen problematisch machen, sowas mit einzubinden. Das heißt, ich würde ganz gerne versuchen, erstmal das auf herkömmliche Art und Weise zu lösen. Irgendwie. Und da wäre der erste Ansatz, das halt alles ein bisschen zu vereinfachen. Ich glaube, es ist nicht ratsam, Züge durchfahren zu lassen. Ich glaube, es ist besser, Kopfbahnhöfe zu haben. Und ich glaube, das werden wir mal umsetzen. Einfach so, wie es aussieht, ist erstmal nebensächlich. Hier geht es rein um Funktionen. Habe ich Strom mal kaputt gemacht? Nee, habe ich nicht. So. Ja, Problem ist auch, dass man ja an den Bahnhöfen nichts konfigurieren kann. Vielleicht hätte ich es ja ganz gerne, dass auf diesem Hub bloß Ware von außerhalb in die Stadt geschaufelt wird und auf der Seite aus der Stadt heraus. Aber sowas kann man leider nicht einstellen. Und ich wüsste nicht, wie man das ansonsten hinkriegen könnte. Also das wäre eine mögliche Lösung, um die ganze Geschichte ein bisschen auseinanderzuziehen. Ich habe auch in der Pause ein bisschen mit dem Traffic President gespielt. Da haben wir hier Kreuzungsbeschränkungen. Da könnte man hier auf den Kreuzungen... Vorfahrtschilder war das, genau. Hier, könnte man ein bisschen damit rumspielen. Habe ich gemacht, konnte aber damit auch keinen Erfolg irgendwie erstellen. Sagen wir mal, wir möchten, dass der abfließende Verkehr immer Vorfahrt hat. Na, wobei, er kommt ja von beiden Seiten. Er fließt ja auch hier ab. Also ist das ja auch schon mal wieder absurd. Wenn wir dem beiden Vorfahrt geben, dann muss ja der hier an und für sich immer stehen bleiben. Ich meine, das sieht jetzt so ja nicht schlecht aus, aber jetzt fährt er schon wieder hier auf die Kreuzung ruf und macht die Kreuzung zu. Bumm. Also kannst du das schon mal vergessen. Schwierig. Echt schwierig, Leute. Ist das unser Waterloo? Keine Ahnung. Ich habe noch zwei, drei andere Ideen in petto, die ich eventuell umsetzen werde, wenn das hier alles nicht hinhaut. Bloß wir müssen uns darum kümmern. Also es macht ja keinen Sinn, jetzt irgendwas anderes zu machen, weil die Stadt leidet. Seht ihr diese ganzen dunklen, schwarzen, hässlichen Icons? Das sind alles, also ich nehme an, zu 90-95% die Werbetreibende, die Stadt verlassen haben, weil sie keine Waren mehr bekommen. Warum fährst du nicht in den Bahnhof? Ah, weil er von der anderen Spur jetzt hier kreuzt und dann zurückfährt. Er spawnt gleich einen neuen Zug, dass er nicht einfahren kann. Wie lange wird das jetzt so gehen? Machen wir den hier aus. Mal kicken, wie beladen sind denn die Züge eigentlich? Boah, mit 7% und macht er mir hier alle zu. Boah, der alte leere Züge hier, was soll denn das jetzt? Na, nicht alle, aber ein Großteil. So, was ist nur mit dem Zug? Wird er jemals im Bahnhof ankommen?
Warum fährt der hier nicht auf die Oberschiene? Jetzt. Ja, müssen wir einfach mal beobachten. Was passiert jetzt? Was ist denn hier los? Soll ich die sehen? So, er fährt wieder raus. Auch mit 7%. Na, das ist doch aber schlecht. Jetzt spawnt er hier oben einen Zug. Der auch nicht so richtig voll sein will. Boom, und hier gibt es einen kleinen Crash. Ja, und hier entstehen neue Züge. Wie blöd. Die ins Netz rein geschoben werden. Na, vielleicht sind ja auch zwei Bahnhöfe zu wenig. Obwohl wir super lange halt mit diesem simplen Hub ausgekommen sind. Ging noch super lange gut. Hier unten ist da auch mehr oder weniger alles in Ordnung. Also hier sind keine Staus. Warum wird dann mehr Zeug in Richtung Norden verfrachtet als in Richtung Süden? Da will sich bei mir auch keine Logik einstellen oder keine Begründung. So, und hier alarmt alles, weil hier die Kreuzung ständig zu ist. Das heißt, der rechte Bahnhof kommt ja nicht in Schwingung. Ich meine, noch können ja die Bahnhöfe hier oben in beide Richtungen liefern. Ja, so ein bisschen überlegen, ob ich vielleicht beispielsweise hierfür einen komplett eigenen Hub mache. Ja, Leute, also ich glaube, ihr könnt es merken, ich bin da auf eine gewisse Art und Weise ratlos. Ja, vor allen Dingen, wenn man irgendwas verändert, stellt sich ja auch die Lösung möglicherweise nicht sofort ein, weil das ja auch alle eine gewisse Zeit braucht, umgesetzt zu werden. Ich glaube, es kommen auch zu viele Züge an. Ich werde erstmal ihn hier rausnehmen. Ja, seid da sauer, tut mir leid. Sorry, müsst da ein bisschen weiterfahren. Dadurch entsteht ja erstmal weniger Zugverkehr. Möglicherweise werden dadurch die Straßen wieder voller, weiß man ja auch nicht. Was machen denn unsere Häfen? Oh, hier steht man auch ein bisschen, oder was? Das ist doch der Tod, wenn hier die Züge die Kreuzung blockieren. Warum ist das so? Warum gibt es da keine Signale? Oder gibt es dafür Signale? Kann man die irgendwo kaufen? Ich meine, das ist hier noch kein großes Chaos, aber hier ist schon ein bisschen mehr Verkehr als sonst irgendwie. Ja. Ich werde mal Folgendes machen. Pass mal auf hier. Ich mach mal Verkehr löschen. Punkt. So, Problem gelöst. Ne, jetzt baut sich der Verkehr aber komplett nochmal von vorne auf. Mal schauen, wie sich das jetzt praktisch anlässt. Ansonsten, was könnte man sonst machen? Wir haben 4% Arbeitslosigkeit, damit können wir leben. Wir haben genug Strom. Haben wir letztens auf 1600 irgendwas. In der Erzeugung sowie im Verbrauch, das scheint auch mächtig zu schwanken. Wasser, da waren wir doch hier auch schon auf 1,9 Millionen Kubik. Wo sind denn die geblieben? Wie sieht es jetzt mit der Heizung aus? Da sind wir auch mächtig drüber. Obwohl wir hier stetig hoch. Ja, noch gut, jetzt sieht man hier ein bisschen Minus. Ein bisschen ist gut. Minus 160.
Auf jeden Fall verbraten wir da was. Und wir können ja auch unser Darlehen zurückzahlen. So, machen wir uns da erstmal ehrlich. Wasser sind wir wieder auf 100%. Dann kann ich ja praktisch ein komplettes Kraftwerk vom Netz nehmen. Wobei, wir haben ja Nacht. Das dürfen wir nicht vergessen, dass es da auch Unterschiede gibt. Nachts wird weniger geheizt, weil die Leute pennen. Das ist alles aufregend. So, was los? Kommt hier mal ein Zug an oder was? Ja, ab und zu sieht man schon mal wieder irgendwelche Fahrzeuge. Naja, die müssen natürlich jetzt hier auch erstmal die Bäume umhacken, müssen das halt verpacken, müssen das dann zum Bahnhof schicken. Vom Bahnhof kommst du auf die Schiene und dann irgendwann hier oben an. Das dauert natürlich auch so seine Zeit. Ach, darauf war ich ja auch wieder nicht vorbereitet. Was machen wir in der Zeit? Ich könnte ja einen Schwank aus meiner Jugend erzählen, aber ich glaube, ich würde euch auch nicht langweilen. Ich könnte Ruinen löschen. Wie spaßig ist das denn? Was war hier? Da war da eben irgendein komisches Icon. Hier, was heißt das? Nicht in den Kunden. Ja, ich auch schon mal gesagt. Müsst ihr euch ein bisschen behelfen. Ich habe euch Busse hergeschickt, ihr habt U-Bahn. Ihr macht ein bisschen mehr Werbung im Stadtanzeiger. Im nächsten DLC soll es ja auch ein Radio geben. Und vielleicht könnt ihr dann ja in diesem Radio, sofern dieses Spiel dann weitergeht, das ist ja auch noch die Frage, wenn das nächste DLC kommt, Natural Disasters, was ich mir sicher zulegen werde, wird dann dieser Spielstand noch funktionieren. Und darauf hätte ich überhaupt ja keinen Bock. Also ich würde diesen Spielstand schon ganz gerne zu Ende spielen. Also bis zu einem Ende, wo mir das Programm sagt, weiter geht's nicht. Na gut, dann machen wir, würde ich mal sagen, einfach mal schnell Vorlauf, bis hier die ersten Züge eintrudeln, bis wir sehen können, was los ist. Bis gleich. So wie es aussieht, anderthalb Minuten später nähert sich dort der erste Zug. Und hier kommt auch ein Zug, oder da fährt zumindest einer. Okay, da kommt gleich ein zweiter. Okay. Gut, ihr habt natürlich noch freie Fahrt. Ist hier ein bisschen schneller? Ja, ihr könnt doch so schnell fahren, wie ihr wollt, oder? Hat er mir nicht sonst angezeigt? Hier, Schilder mit. Ach so, muss man näher rangehen, okay. Keine Streckengebote, die können so schnell fahren, wie sie wollen. Da kommt die nächste Stahlschlange. Hier kommt eine. Also ich glaube nicht, dass unser Problem damit gelöst ist. Ich denke, wenn man einfach genug Zeit vergehen lässt, dann wird das wieder ein neues selbe Problem sein. Aber man weiß es nicht. Bevor ich hier großartig anfange umzubauen und mir weitere Probleme zu machen, gucke ich mir das lieber mal an. Da müssen wir jetzt durch. Jetzt hier von oben aus. Gibt es hier mal einen Zug? Ja, anscheinend. Da ja hier Autos langfahren, wurde hier oben anscheinend Ware abgeheben. Oh, er fährt los. Nur ein Drittel beladen. Da ist der nächste Zug und er ist voll beladen. Generell hier auf der Scheibe, wie sieht's aus? Hä,
Heftiger Verkehr. Aber nicht vergessen, diese beiden Bahnhöfe hier, der und der mehr oder weniger gegenüber, sind jetzt abgestellt. Und ich glaube, hier muss man gleich wieder ein klein bisschen anstehen. Warum bleibst du nur hier stehen? Sei nicht schüchtern, geh mal näher ran. Die Kurve ist hier problematisch irgendwie. Da bleiben die alle irgendwie stehen. Stoppen wenigstens kurz ab. Und was macht er? Ja, er bremst auch ab. Hä? Was ist denn da los? Was ist denn an der Kreuzung hier so besonders? Ach, okay. Jetzt funktionieren die Dinger auf einmal. Sofort umgesetzt, okay. Ja, welchen Kreuzung hatte ich denn noch umgespielt? Oh mein Gott, hier hatte ich umgespielt. Nehmen wir mal alle draus. Noch mehr. Ich glaube, das war's. Traffic President ist an und das Spiel kommt fast zum Erliegen. 14 Frames gerade. Der geht jetzt wieder hoch auf 40. Sieht so alles in allem schon mal nicht schlecht aus. Aber ich glaube, die volle Power des Bahnnetzes hat sich noch nicht ganz entfaltet. Hier irgendwas, was man wissen sollte. Ja, hier stehen sie. Sollten wir hier auch Kopfbahnhöfe draus machen? Nicht, dass irgendein Zugführer auf die Idee kommt, er muss hier hinten lang fahren und dadurch dann diese Kreuzung irgendwann verstopft. Na, welchen von beiden nehmen wir weg? Den Umweg, wa? Na, der will alles löschen, muss nicht die Schiene anscheinend. Hallo? Okay. Na, ich glaube, Vereinfachung bringt schon eine ganze Menge. Oh, er knallt durch. Oh, sein. Hoch und runter da. Also als Passagier macht das bestimmt Spaß. Oder als Zugführer, wenn man da vorne drin sitzt. Gut, zurück zum Problemkind. Man bewegt sich munter und hier steht man schon. Ja, und ich glaube, aus dieser Episode ist auch leider wieder ein komplettes Bahn-Special geworden. Mit Beobachtungen in erster Linie. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, das ist auch meine erste Stadt in dieser Größenordnung. Also mit diesem Verkehrsaufkommen. Ich habe jetzt, was war das, ich glaube, 290 Stunden Cities auf der Uhr. Und ich habe eigentlich auch fast alles, was ich gespielt habe, aufgezeichnet. Das heißt, meine Erfahrungen begründen sich auf dem, was ihr alles auf meinem Kanal sehen könnt. Und ich glaube, die Erfahrung, die ich damals mit SimCity 4 gesammelt habe und den SimCities davor, ich glaube, die zählt hier nicht so ganz. Weil diese Transportwesen, was hier in diesem Programm ist, ist ja doch unique. Also, das gab es ja bei den SimCities insofern nicht. Da waren ja die Züge, die da rumgefahren sind, eher bloß Kosmetik. Und die hier, die haben ja ein gewisses Volumen, also die haben ja eine Aufgabe.
Also die haben einen Start und ein Ziel. Das gab es ja beim SimCity 4 meiner Meinung nach nicht. Die sind ja einfach bloß so rumgefahren. Ja, scheint sich aber so auf den ersten Blick erstmal nicht so zu verstopfen. Bloß das kann auch ein schleppender Prozess sein. Warum muss man hier 4-5 Züge stehen, dass diese Kreuzung hier blockiert ist und dann geht's schon wieder los. Dann stehen hier die Züge, blockieren die Kreuzung, dann stockt sich das hier oben drin. Das ist so ein bisschen wie Rost. Muss man drauf aufpassen. Aber ich glaube hier, die Geschichte erstmal das in Kopfbahnhöfe zu definieren, ist keine schlechte. Und ich glaube zukünftig ist es denkbar, dass ich diese Bahnhöfe senkrecht anordne, vielleicht 3, 4, 5 nebeneinander, die dann halt von einer Schiene versorgt werden und das dann halt so wie so ein Kamm nach oben geht. Also, um das mal zu verdeutlichen, nehmen wir an, das ist die ankommende Schiene, auch passend im Tunnel. Dann der und dann, ja, jetzt gehst du wieder nach oben. Du machst das mir aber auch wieder leicht. Ging da die ganze Zeit. Und dann halt eben die Schienen hier auch, natürlich nicht so eckig, so dass sie auch abbiegen können. Und dann hier dran jeweils zum Bahnhof. Das dann, dass man das dann halt noch so fortsetzt. Irgendwie. Wobei da natürlich auch wieder das Problem ist, dass wenn hier ein Zug halb drauf steht, natürlich auch wieder das alles nach hinten weg blockiert ist. Ach, Kinders, wie macht ihr denn das denn? Was für Lösungen habt ihr? Macht mich mal schlau. Bevor ich hier weiter mein gutes Geld ausgebe, um Sachen zu bauen, die ich wieder abreiße. Gut, aber ich glaube, wir sind über der Zeit. Und wir machen Feierabend. Gucken uns noch so die Stadt aus einer schönen Ansicht an. Bisschen Befriedigung am Ende ist ja auch nicht schlecht. Was ist das hier? Ach, das ist das Einkaufszentrum. Dachte, wäre jetzt irgendein Icon. Kein Ding. Gut, Leute, bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder reinschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Daumen hoch, wäre auch super hilfreich. Und wenn ihr Ideen habt, gerade diesen Zugverkehr betreffend, ihr habt irgendwelche Lösungen, die ihr in irgendwelchen Videos gesehen habt, ihr wisst irgendein Tutorial, irgendwas, was mir weiterhelfen könnte, irgendein Mod, irgendwas aus dem Workshop, lasst mich bitte wissen. Wenn ihr schüchtern seid, schreibt ihr mich privat an. E-Mails sollten alle auf dem YouTube-Kanal zu finden sein. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.